60 Kilometer mit zwei Reisebussen angereist, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie wir im Rheinland Fasching, Fastnacht, Karneval feiern. Ich werde während des Programms, welches wir Ihnen heute anbieten möchten, das ein oder andere gerne dazu erzählen, aber beginnen müssen wir. Wir müssen beginnen mit Musik. Wir laden Sie ein zu einem Stück, bei dem man ein wenig mitsingen kann, mitschunkeln kann oder auch tanzen kann. Lassen Sie sich mitreißen von unserem Regiment Spielmannszug. Das erste Stück ist Blau und Wies, das heißt auf Deutsch Blau und Weiß, war nicht so schwer. Und das zweite Stück ist eine Samba. Die kennen Sie mit Sicherheit von den Black Furs, definitiv. Machen Sie mit viel Vergnügen beim ersten Stück Musik. Ihnen zumindest das Lied der Höhner Prinzessin geläufig. Damit starten wir jetzt. Viel Spaß mit der Prinzessin. Fasching, fast nach Karneval. Über sich selbst lachen können, sich selbst auch ein wenig mit Humor darstellen zu können. Und ich habe Silvester, das darf ich noch sagen, eine wunderbare Hommage gesehen, das Weiße Rössel. Ein wunderbares Stück und die beiden Narren, die beiden Ordensträger in Paraderollen. Ich habe so einen schönen Abend gehabt. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Schaut euch das Weiße Rössel oder was wir dann spielen, wenn ihr kommen wollt, an. Ihr seid herzlichst eingeladen. Vorher gibt es ja Brotzahl. 60 Mann laden wir ein und der Rest hier. Ihr dürft auch nachts kommen in die Komödie zum Weißen Rössel am Februar. Aber ihr müsst zahlen. Ihr nicht. Die Blau-Weißen dürfen umsonst kommen. Vielen Dank. Und einen schönen Tanz aus dem Weißen Rössel am Wolfgangsee.
22 Jahre. Also ich weiß nicht, was macht der lieber? Tanzt die lieber oder fahrt der lieber Bus? Ich glaube, manche werden lieber nur Bus fahren. Ist einfacher, als den ganzen Abend das Bein zu schmeißen. Bitte schön. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte bei uns. Denn ich hatte mit dem Präsidium abgestimmt, liebes Präsidium. Ich denke, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, dass wir den beiden Preisträgern unseren Orden verleihen. Ich darf Sie in die Mitte bitten. Das wollen wir jetzt auch gerne tun. Ja, genau. Das ist die Position für Stars. Absolute Stars. Ich habe gerade den beiden so im kleinen Tegertät gesagt, ich bin gnadenloser Fan von Ihnen. Darf man im Rheinland keinem sagen, tatsächlich, dass ein Rheinländer die Fasnacht schaut und dabei sogar Spaß hat? Lieber Martin Rassel, lieber Volker Heißmann, ich darf dir mal gerade Platz geben. Wir bedanken uns dafür, dass wir heute diese Hommage euch zu Ehren darstellen durften. Natürlich geht der Dank auch an die Tänzerinnen und Tänzer, die das in Trainingseinheiten extra einstudiert haben. Aber die Ehre gebührt euch. Der Orden des Siegburger Funkenblau-Weiß als kleine Erinnerung zu dem natürlich absoluten Ehrenorden, der Karl-Valentin-Orden. Aber das wollen wir gar nicht in Konkurrenz stellen. Das ist einfach nur eine kleine Erinnerung an den heutigen Abend. Vielen Dank!